Moin Leute, heute wie versprochen das VDI, den VDI-Vortrag, den ich gestern gehalten habe, hier nochmal für euch. Ich durfte den leider nicht direkt veröffentlichen, also wegen Datenschutzgründen, weil halt also Leute auch mit der Webcam dabei waren, ihre Gesichter gezeigt haben und dann hätte man von jedem die Einverständniserklärung holen wollen. Und dann haben wir uns jetzt so entschieden, ich mache es einfach nochmal so für euch und dann ist das entspannter. Okay, worum geht's? Es geht um Powerwalls, um PV-Batteriespeicher, um Lithium-Akkus im Allgemeinen. Ich gehe hier so ein bisschen durch und mache mal so einen Rundumschlag über alles Mögliche, was ich so weiß und hoffe, dass es euch gefällt. Okay, erstmal Vorstellung, wer bin ich? Ja, die meisten kennen mich mittlerweile. Andreas ist mein Name. Ich habe Maschinenbau und Informatik studiert, habe einen Doktor in Ingenieurwissenschaften mit dem Thema industriell einsetzbares Multi-Fidelity-Optimierungsverfahren für Turbomaschinen. Ne? Sehr spannend. Also ich fand es cool, aber klingt sehr trocken. Der Titel ist er auch. 11 Jahre Wissenschaftler beim DLR bin ich mittlerweile. Jetzt hier natürlich nicht in DLR-Tätigkeit unterwegs. Also das war jetzt gestern eher wichtig. Ich mache da so mathematische Optimierungsverfahren, künstliche Intelligenz, Machine Learning und High-Performance Computing, also schon sehr mathematisch-informatik-lastig. Ja, den YouTube-Kanal kennt ihr mittlerweile. Ich vermute, dass der heute tatsächlich die 10.000 Abonnenten erreicht, also sau cool. Vielen Dank schon mal dafür. Ich habe eine eigene PV-Anlage mittlerweile jetzt mit 9,9 kW. Unten liegen tatsächlich gerade 10 410 Watt-Panels, die noch darauf warten, dass ich die hinten einbaue. Dann werde ich die nächsten Tage dann tun. Und aktuellen 15 Kilowattstunden Akku, was nicht mehr ganz stimmt. Ihr wisst, ich habe den stillgelegt und 10 Kilowattstunden aus China sind unterwegs. Bis dahin muss ich mit einem kleinen 1 Kilowattstunden Akku auskommen. Okay. Das Ganze habe ich selber angemeldet, krieg EEG-Vergütung und ja, wie gesagt, die Anmeldung war in meinen Augen fast schwieriger als das Bauen, was einiges aussagt in meinen Augen. Okay, warum Akku für eine PV-Anlage? So aus Verbrauchersicht, ich mache es einfach mal. Also das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Wir haben hier oben unsere Panels, die liefern uns irgendwie Strom und wir können den in zwei Arten und Weisen nutzen. Das eine ist quasi für uns selber, also wir nehmen den Strom und verbrauchen den direkt bei uns. Oder wir speisen den ins Netz ein. Die beiden Möglichkeiten gibt es im Prinzip. Es gibt natürlich auch Mischformen oder man macht auch irgendwie beides, ne? Das geht alles irgendwie, wie man möchte. Jetzt die Frage ist ja aber, die wir uns hier stellen, warum wollen wir überhaupt einen Akku? Warum macht das Sinn? Der einzige Grund ist, der einfache ist, wir kriegen für den selbstverbrauchten Strom halt das, was wir auch bezahlen an Strompreis, weil wir den sparen. Das sind so meistens um die 30 Cent bei den meisten. Und wenn wir einspeisen, kriegen wir aktuell ungefähr 7 Cent. Also das ist das Ding. Und mit einem Akku können wir quasi diesen Part hier erhöhen und den hier absenken. Und das ist irgendwie so der Sinn, den wir haben wollen. Und das ist tatsächlich eigentlich nur ein Problem in Ländern, wo diese unterschiedliche Vergütung stattfindet. In den Niederlanden zum Beispiel ist es nicht so ein Problem, weil bei denen dreht der Zähler rückwärts. Das heißt, die haben nur diesen Wert. Ja, die bräuchten tatsächlich in den meisten Fällen keinen Akku. Da könnte man halt sagen, die Akkus sollten dann staatlich irgendwie oder von den Städten jeweils irgendwo hingesetzt werden oder von den Energieversorgern. Und dort der Speicher im größeren Format irgendwie gespeichert werden, also der tagsüber entsteht und nachts dann abgegeben wird. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Okay, wie viel Speicher ist sinnvoll? Ich habe das mal für meine eigene Anlage berechnet. Das ist jetzt noch für meine alte 6-Kilowatt-Anlage. Ich habe PVGIS dafür verwendet. Da musste ich dann sehr viele PVGIS-Rechnungen machen, aber man sieht, es hat sich hier gelohnt. Was sieht man hier? Man sieht, dass hier ist der tägliche Bedarf in Kilowattstunden. Also für mich habe ich jetzt einmal, wenn ich 15 Kilowattstunden am Tag verbrauche oder 20, wir sind in der Regel so bei 15, ne? Wir haben ein recht großes Haus und heizen noch ein bisschen mit Strom. Also haben einige Sachen, die wir halt damit betreiben. Deswegen ist der Verbrauch bei uns hoch. Wie gesagt, dafür haben wir zum Beispiel eine geringe Heizkosten quasi, ne? Weil wir über Strom. Ist ja auch egal. So, was man jetzt sieht, hier auf der X-Achse können wir sehen, die Speichergröße in Kilowattstunden, also hier 5 Kilowattstunden, 10 und 15. Und auf der Y-Achse sehen wir hier dann die jährliche Ersparnis. Ja, hier können wir dann zum Beispiel bei der 0 sehen, also wenn ich überhaupt keinen Speicher habe, dann liege ich hier irgendwie bei einer Ersparnis von 950 Euro ungefähr und hier so bei 1100 Pi mal Daumen, also bei 15 und bei 20 Kilowattstunden täglichem Bedarf.
So, und je größer jetzt mein Speicher wird, desto mehr spare ich. Und zwar nur aus dem Grund, weil ich von diesen 7 Cent für die Einspeisung mehr in die Richtung 30 Cent shifte. Das ist der Grund, ja, warum das passiert hier, diese Kurve existiert. Das Ganze hat aber natürlich irgendwie ein Maximum. Also ich kann den Speicher natürlich unendlich groß machen, aber irgendwann ist er einfach größer, als dass ich ihn noch irgendwie brauche oder sinnvoll verwenden kann. Und tatsächlich ist das bei vielen Menschen eigentlich schon relativ schnell erreicht. In meinem Fall, wenn wir jetzt mal diese blaue Kurve folgen, sehen wir halt hier, das ist eigentlich ziemlich linear, also es steigt relativ gerade an, ne? Wir sind dann hier von, was weiß ich, 950 € bis hier sehen wir, da spare ich ja schon fast, ja, fast 400 €, fast 400-500 €, ne? Je nachdem, wo man jetzt hier abbrechen will, im Jahr. Ja, und wie gesagt, wenn wir die Akkus selber bauen, sind wir in der Regel mit 1500 € sage ich mal, für so einen 10 Kilowattstunden-Akku dabei. Ja, mit neuen Zellen Lithium-Eisenphosphat aus China. Also das wäre jetzt so das ungefähr, was ich so bezahlt habe mit BMS und allem Pipapo. Da liegen wir dann hier und man sieht dann hier entsteht dieser Knick, von dem ich gesprochen habe. Ab hier macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Also man sieht, die Ersparnis ist hier nicht mehr sehr viel größer. Ja, wenn ich jetzt allerdings einen höheren Verbrauch habe, 20 Kilowattstunden, da ist der Knick wesentlich später und das macht ja auch Sinn. Die Frage wird kommen, deswegen beantworte ich die direkt. Ist hier so ein täglicher, also man hat ja am Tag natürlich irgendwie unterschiedlichen Lastverlauf und ist das in diesem PVGIS-Tool berücksichtigt? Ja, also da ist tatsächlich so ein normierter Lastverlauf eines normalen durchschnittlichen Haushalts drin. Also das ist tatsächlich echt gut gemacht. Also das kommt sehr nah an die Realität vermutlich. Natürlich nicht exakt auf euren Fall, aber für die meisten passt das gut. Okay, also für mich zum Beispiel, mal gucken, 15 Kilowattstunden, da wären wir so bei 10. 10 Kilowattstunden Speicher, die machen am meisten Sinn und da spare ich dann ungefähr im Vergleich zu gar keinem Speicher, ja, wenn man 950, wie gesagt, so ungefähr, was weiß ich, sagen wir mal 500 € im Monat, also das heißt nach, ja, im Monat wäre geil, da haben wir also nach ungefähr 3 bis 4 Jahren habe ich die Kiste wieder raus, ja, durch die Ersparnis, das ist cool. Alles klar, Second Life, Lithium-PV-Akkus, also. Fangen wir damit an. Das kennen wahrscheinlich schon sehr viele, trotzdem immer wieder interessant. Zellen beschaffen. Welche? Optimal, also die meisten von uns holen sich immer diese 18650er Lithiumzellen. Das beschreibt halt irgendwie dann einmal den Durchmesser und die Länge der Zelle und die 0 steht für die Form. Wir holen uns ja in der Regel immer so gebrauchte Notebook-Akkus, gebrauchte E-Bike-Akkus oder teilweise auch gebrauchte E-Auto-Akkus, wenn man drankommt. Ich schreibe extra keine Lipo-Zellen. Ich erkläre gleich nochmal warum, weil denen sehr, sehr viele Sicherheitsmechanismen fehlen, die diese 18650er-Zellen haben. Die halte ich für absolut wesentlich. Woher kriegt man die? Das ist halt immer so ein bisschen das Schwierige bei der ganzen Sache. Das wisst ihr auch. Ja, ist halt immer der Gebrauchtmarkt, eBay Kleinanzeigen, Akkuhändler, Akkuservice, keine Ahnung. Also jeder hat da seine Quellen und ich sag mal, das ist halt auch immer so ein bisschen, ja, leider ein kleines Geheimnis, weil das halt wahnsinnig schwer ist, an solche Quellen ranzukommen und das ist halt ein bisschen doof, aber wie gesagt, wenn ihr sucht, mit den Leuten sprecht, kommt zu uns ins Forum und so, da werdet ihr eigentlich schon irgendwie was finden. Also in der Regel kriegt man die dann irgendwann. Es ist nervig, ich weiß, aber es lohnt sich. Also wenn man das einmal hier geschafft hat, die Hürde, dann geht es schon ganz gut. Welcher Preis ist üblich? Also einfach mal so ein Durchschnittspreis, wie ich ihn kenne, 25 Cent für eine gebrauchte, nicht tiefenentladene Zelle ist üblich. Ja, alles andere drüber finde ich dann schon ein bisschen teuer. Es sei denn, es ist getestet und schon irgendwie fertig oder so, dann kann man mehr verlangen, klar. Okay, wie gut sind die Zellen noch, die ich da drin habe? Ja, aus einem E-Bike-Akku, der meistens irgendwie 60 Zellen hat, sind in der Regel tatsächlich nur 1 bis 2 Zellen defekt. Ja, also wirklich sehr wenig. Es kann auch mehr sein, aber das ist so meine persönliche Erfahrung, dass es in der Regel sehr wenig sind. Ja, und das interne Sicherheitssystem, also das BMS, schaltet den gesamten Akku im schlimmsten Fall tatsächlich bei einer defekten Zelle bereits ab. Ja, und das ist doof. Oder es kommt halt für den Benutzer des Akkus zu Erscheinungen, wie dass der Akku irgendwie total viel an Kapazität verliert, obwohl es möglicherweise nur eine Zelle ist. Das liegt dann auch am BMS und an dem Ungleichgewicht zwischen den Packs. Aber egal, auf jeden Fall schaltet das Ding sehr früh ab und das ist ein Sicherheitsmechanismus, der auch wichtig ist. Dennoch ist es so, dass der Großteil dieser Akkus echt noch okay ist. Das Ding ist halt, wir bringen die Zellen dann zurück und meistens wandern die dann irgendwie ins Recycling. Und das Recycling bei uns in Deutschland ist halt leider noch nicht so perfekt,
Also viele Zellen werden erstmal überhaupt nicht recycelt. Also viele schmeißen die Dinge einfach in den Restmüll, was katastrophal ist. Also das darf man auf keinen Fall tun. Manche geben es ins Recycling, davon gehen leider auch nicht alle dann wirklich in die echten Recyclingstellen. Und die, die da hingehen, da ist es so, dass das Recycling immer noch nicht mega gut ist. Also wirtschaftlich ist es halt so, dass es sich zum Beispiel immer noch nicht lohnt, alles da rauszuholen aus den Zellen. Also das krasseste Beispiel ist, dass Lithium zum Beispiel aus diesen Zellen nicht wiedergewonnen wird. Ja, also es gibt Pläne und so weiter, das zu machen und da wird viel dran geforscht und gemacht. Also es wird sich vermutlich irgendwann ändern. Im Moment ist es aber de facto so, dass das Recycling nicht cool ist. Die Idee von uns ist also total einfach: Second Life, nimm die restlichen Zellen, die noch gut sind, und nutz die, bevor sie ins Recycling gehen, einfach weiter. Also benutzt die Dinge einfach so lange wie möglich. Ja, das ist die Idee. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Idee. Die macht absolut Sinn. Wie mache ich das? Es sind mehrere Schritte nötig, um das halt auch sicher zu tun. Ja, klar, wir haben gebrauchte Zellen, das muss irgendwie sicher sein. Und ich zeige euch gleich, wie man das so grob macht. Wir sehen hier rechts irgendwie, habe ich mal einen so ein E-Bike-Pack irgendwie. Da habe ich, die bestanden aus solchen kleineren Packs, die habe ich auseinandergenommen, getestet. Und ihr seht hier, diese ganzen Zellen, alle, die ihr hier seht, wirklich alle, haben eine Restkapazität größer 95%. Also die sind praktisch neu. Ja, das ist einfach eine Schweinerei, sowas wegzuschmeißen, das darf man nicht. Ja, und auch noch nicht recyceln, weil die sind einfach noch nutzbar. Und man sollte sie so lange nutzen, wie es geht. Ja, besonders in den Zeiten, die wir momentan heute haben. Okay, die Zellen entnehmen. Ja, also alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, das ist halt ein mega heikler Prozess. Ja, also hier rechts sieht man das mal. Also so ein Akku, ich muss diese Nickelstreifen hier löten, abreißen. Meistens macht man das mit einer Zange und dreht die so ab. Also so mache ich es, aber da hat jeder so seine Technik. Und dabei kann es passieren, dass man sich schneidet, weil diese Nickelstreifen mega scharf sind. Es kann passieren, dass man kleinere Kurzschlüsse erzeugt, die aber in der Regel nicht schlimm sind. Oder es kann auch passieren, dass Zellleckagen tatsächlich entstehen. Also hier diese kleinen Schweißpunkte können aufbrechen und man hat so ein Mini-Loch in der Zelle. Das riecht man sofort. Also dann riecht es nach diesem schrecklichen Elektrolyten und das ist auch giftig. Das heißt, wenn sowas passiert, keine Sorge, die Zelle explodiert nicht oder so, aber man sollte sie dann schon sehr schnell entsorgen, damit man diese Dämpfe nicht einatmet. Aber es ist kein Drama. Also wie gesagt, ne, wenn man vorsichtig damit umgeht, passiert das erstens selten und wenn es passiert, ist es auch in der Regel nicht so schlimm. Teilweise ist es einfach total unmöglich, weil die Zellen irgendwie vergossen sind oder dermaßen krass da eingearbeitet sind, dass man die wirklich nur noch mit absolut brachialer Gewalt da rauskriegt und das will man dann meistens nicht, weil einem das dann doch zu heikel ist. Das heißt, wir würden irgendwie anstreben, halt mit den Herstellern dieser Packs und so nochmal zu reden und da halt irgendwie versuchen, dass man dann eine Zusammenarbeit erreicht und vielleicht diese ganzen Packs so aufbaut, dass man die im Nachhinein viel, viel besser entnehmen kann und recyceln oder halt auch zum Second Life nutzen kann. Also da wäre sicherlich, das könnte man deutlich verbessern. Ist eine Zelle noch gut und sicher? Das ist die nächste Frage, die man hier natürlich stellen muss. Um das zu bewerten, also wirklich hat sich da eine riesen Community aufgebaut, zu der ich mich auch zähle. International, also es sind wirklich Leute aus Amerika, aus Australien, aus Kanada und so weiter, die sich da zusammengetan haben, viele Ingenieure auch. Also alles Mögliche, das fand ich total schön immer. Ich habe da wahnsinnig gerne mitgearbeitet. Und es haben sich da drei Kriterien rauskristallisiert, wie wir diese Zellen bewerten können. Und zwar so, dass die wirklich als sicher gelten können. Das eine ist ein Spannungsabfall nach einem Monat. Das heißt, ich schnappe mir hier so eine Zelle, ja, so eine, lade die auf 100% und lasse die dann halt einfach mal einen Monat lang liegen. Ja, und dann sehe ich halt, wie viel Spannung die verloren hat. Also ich muss mir die Spannung aufschreiben und dann sehe ich das. Und wenn die Zelle noch gut ist, dann sollte das unter 3 bis 4% liegen. Ich bin teilweise dann sogar noch ein bisschen konservativer und nehme dann tatsächlich sogar nur 1%. Also dann sind die wirklich tipptopp, ja. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Das andere Kriterium ist die Restkapazität von diesen Dingern, ja. Also ich messe halt einfach, wie viel Kapazität hat die noch und wie viel sollte die haben. Und da kann ich dann zum Beispiel direkt sagen, okay, das sollte eigentlich immer so über 85% sein. Wesentlich besser sind deutlich über 95%. Ja, wenn ich das habe, dann habe ich eine gute neue Zelle. So, und das dritte Kriterium ist sicherlich eins der wichtigsten in meinen Augen. Und zwar ist das der interne Widerstand. Und warum das so wichtig ist und so cool, das erkläre ich euch gleich. Wir sehen hier zum Beispiel diesen internen Widerstand, den ich sehr schnell messen kann. Also dafür gibt es so Widerstandsmesser, die kriege ich ungefähr für 50 € bei AliExpress oder mittlerweile auch hier in Deutschland. Einfach dranhalten, zack, messen, dauert ein paar Sekunden.
Und da kriege ich irgendwie so einen Wert in Milliohm raus. Und was sagt der mir jetzt? Das ist leider ein bisschen schwierig. Und zwar sieht man es jetzt hier für zwei Zellen. Also ich habe hier einmal eine Panasonic und hier einmal eine Sanyo-Zelle. Tatsächlich ist die Sanyo-Zelle genau diese hier. Und man sieht jetzt hier die Verteilung des internen Widerstands. Also hier können wir halt sehen, irgendwie den internen Widerstand im Milliohm. Also wir sind hier bei der Zelle, die meisten der Zellen, die wir hier gemessen haben, lagen irgendwie bei 35 Milliohm. Ja? Da sind die häufigsten Zellen. So, jetzt können wir halt sagen, okay, alles, was irgendwie hier also zu klein ist, also irgendwie hier in diesem linken Bereich, und alles, was hier irgendwie rechts liegt, in diesem weiten Bereich, das ist schlecht. Ja, da können wir Grenzen ziehen. Das ist das Schöne halt irgendwie. Und das machen wir auch in unserem Tool, in unserem KI-Tool, was ich euch gleich noch zeigen werde. Ja, da haben wir eine Datenbank, wo wir genau sowas abspeichern und bewerten können. Und für die Panasonic-Zelle zum Beispiel sieht man, das ist interessant, einen ganz anderen Bereich. Ja, also wir sehen hier, da sind wir nicht bei 35 Milliohm, sondern die meisten liegen hier bei über 50, ja. Und das macht die Sache natürlich schwer. Das heißt, ich muss für jeden Zelltyp halt irgendwie so eine Datenbank haben und wissen, wo liegen denn da eigentlich die Grenzen. Okay? Und das ist so ein bisschen das Schwierige an diesem internen Widerstand. Wenn ich das aber habe, ist das ein unfassbar gutes Kriterium, um diese Zellen sehr schnell zu bewerten. Okay, nochmal kurz zur Wiederholung. Der Spannungsabfall nach einem Monat. Also ich will hier nochmal zeigen, wie lange das dauert. Nach einem Monat, klar, das dauert einen Monat, logischerweise. Das sagt das Ding schon. Die Kapazität messen, das dauert auch relativ lange. Ich muss die Dinger vollladen und dann die Energie beim Entladen messen. Ich darf auf keinen Fall beim Vollladen die Energie messen, ja? Oder die Kapazität, egal wie. Das darf ich nicht machen aus dem Grunde, weil es gibt manche Zellen, die erwärmen sich beim Aufladen und sind defekt. Und die verbrennen Energie, das heißt irgendwie, ich messe mehr, als ich eigentlich habe, einfach nur, weil ich die Energie beim Aufladen verbrenne. Und das heißt, ich kriege einen falsch positiven Wert raus und das ist katastrophal, ja. Also beim Entladen kann das halt einfach nicht passieren, deswegen darf man nur beim Entladen die Kapazität oder Energie messen. Ja, so sieht's aus. Und das dauert ein paar Stunden. Ich habe jetzt mal 10 Stunden hingeschrieben. Das kann sehr stark variieren, je nachdem, welchen Lade-Entladestrom man hat und so weiter, aber mal als Hausnummer. Der interne Widerstand, das dauert nur Sekunden. Ja, dafür brauche ich irgendwie so ein 1 kHz-Widerstandsmesser. Wie gesagt, die Teile gibt es super bei AliExpress. Ich werde euch unten in der Beschreibung nochmal da einen Link schicken. Da könnt ihr euch die Teile bestellen. Das funktioniert sehr gut. Die liegen ungefähr bei 0,01 Milliohm Genauigkeit, also sehr, sehr krasse Genauigkeit. Viel genauer kriegt man so einen Widerstand dann auch mit, sag ich mal, herkömmlichen Mitteln nicht mehr gemessen. Und wie ich den Widerstand dann bewerte, das ist schwierig, sehe ich ein, aber dafür haben wir eine Lösung. So, bevor wir zu der Lösung kommen, noch eine kleine Ausnahme und das sind die sogenannten Heaterzellen. Das kennen wahrscheinlich auch schon viele. Das sind neuwertige Zellen, die beim Aufladen sich ab circa 4,0 Volt stark erwärmen. Und das ist super heimtückisch, weil die Dinger wirklich eigentlich nicht besonders auffällig sind. Also wenn man den Widerstand misst, dann sieht man, der ist minimal erhöht, aber eigentlich, sage ich mal, meistens sogar noch innerhalb der Grenzen. Die Zelle wirkt erstmal okay. Ja, das Problem ist, wenn ich die auflade, wird die richtig heiß. Ja, also sind da schnell bei 70, 80 Grad. Es findet noch keine exotherme Reaktion statt, also das Teil fängt nicht an zu brennen, aber es wird saumäßig heiß und sowas will man auf keinen Fall in seiner Powerwall haben. Und das Fiese ist halt, ich kann die Teile halt einfach nur finden, indem ich auflade und nachgucke, wie hoch ist die Temperatur ab 4 Volt. Am besten zwischendurch immer mal checken und dann merkt man das, ja. Also das ist irgendwas, was sehr auffällig ist. Das heißt aber, ihr müsst, wenn ihr die beim ersten Mal aufladet, direkt einfach hin und wieder mal die Hand dran halten und checken. Ja, das ist wirklich leider ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Ansonsten haben wir tatsächlich nur wenig Möglichkeiten gefunden, diese Zellen überhaupt ausfindig zu machen. Also, ich habe auch noch keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen dazu gefunden, was ich krass finde. Das heißt aber auch nicht, dass es keine gibt. Vielleicht habe ich die einfach nur nicht gefunden. Aber ja, trotzdem blödes Ding. Also schwierig. Deswegen praktisch nur beim Aufladen auffindbar. Also da aufpassen bitte. Okay, jetzt kommen wir zu der KI. Was ich auch erzählt habe, die KI, ich habe so ein kleines Startup mit drei anderen Gründern, haben wir ja, noch nicht gegründet oder wir sind gerade dabei und wir entwickeln so ein kleines Webtool, womit die Community quasi
das Ganze bewerten kann. Ich erkläre es euch gleich kurz. Das Teil wird Lilly heißen. Das ist die Abkürzung dann für Lithium Life Cycle Prediction. Und ich zeige euch, was das Ding kann. Erstmal so die Grundidee. Unser Startup wollen wir wahrscheinlich 41 nennen, aber auch hier sind wir noch nicht ganz sicher. Mal schauen. Wir haben jetzt hier die große Community, also ihr quasi, ja, und die Leute aus dem Forum und so weiter, die halt alle ganz fleißig unsere Zellen hier messen, auch so wie ich. Ich habe das ja auch schon 1000 Mal gemacht. Wir messen die Zellen und wir haben alle eigentlich immer Excel-Tabellen oder speichern den ganzen Kram in irgendeiner Form ab, weil wir ja das dokumentieren müssen. Und viele Leute haben uns dann jetzt diese Datenbanken gegeben und wenn ihr noch Datenbanken habt oder Daten und uns die zur Verfügung stellen wollt, super gerne, also alles ist willkommen, ja, wir brauchen die Daten ganz dringend, damit werden die Modelle besser. Egal, die Daten bekommen wir dann von euch und haben auch schon einige bekommen und wir verwursteln die dann in der KI, also basteln da halt kleine, also ganz viele kleine Modelle draus und alle möglichen Infos, die wir noch über diese Zellen haben, stecken wir da rein und verwursteln das alles ganz wild. Und kriegen dann am Ende so einen coolen Webservice raus, den ich euch gleich auch zeige, ja. Das Ganze wird für euch kostenlos sein, also für nicht kommerzielle Zwecke natürlich. Das wird einfach eine Webseite sein, ihr geht drauf und könnt eure Zellen ruckzuck bewerten. Ich zeige euch gleich, wie gesagt, wie es aussieht. Das Teil wird, also die Webseite wird genau zwei Parts haben. Das eine sind Statistiken, das heißt, ich kann mir jetzt hier aus so einem Dropdown-Menü irgendeine Zelle aussuchen. Wähle die aus und kriegt dann irgendwie solche Statistiken angezeigt aus diesen gemessenen Daten, die wir haben. Und das sind dann Sachen wie zum Beispiel die gemessene Kapazität und die Herstellerangabe der Kapazität, weil das ziemlich häufig nicht unbedingt übereinstimmt. In diesem Fall ist es tatsächlich sehr positiv. Die gemessene Kapazität ist tatsächlich sogar ein bisschen höher als die angegebene vom Hersteller. Also sehr, sehr Panasonic, ja, guter Hersteller hier in dem Fall. Ihr seht, welche Zellchemie hier hinterlegt ist, also welche Zellchemie ist in dieser Zelle drin. Das ist extrem wichtig, was die Sicherheit und die Langlebigkeit, die Zyklenfestigkeit angeht. Lithium-Akku ist einfach nicht eben gleich Lithium-Akku, da gibt es unglaublich große Unterschiede dazwischen. Wir wollen euch hier rechts so eine Art Risikoeinstufung der Zellchemie mitgeben. Also hier könnt ihr dann halt schon mal sehen, okay, ist das jetzt eher so eine Zellchemie, die schneller zum thermischen Durchgehen neigt oder halt nicht. Also einfach, damit ihr das so ein einfaches Kriterium habt, womit ihr das sehen könnt. Und hier unten dann den internen Widerstand, und zwar sind das hier Grenzwerte, die wir euch geben können. Also für eine Zelle könnt ihr eingeben und ihr kriegt die Grenzwerte, sinnvolle Grenzwerte für den internen Widerstand raus. Da wisst ihr also, wenn die Dinger irgendwie dazwischen liegen, ist die Zelle mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz gut. Okay, damit nicht genug. Ihr könnt auch, wenn ihr dann eine Zelle mit einem internen Widerstandsmesser gemessen habt, könnt ihr wieder hier das Dropdown-Menü nehmen, wählt hier zum Beispiel diese Zelle aus, sagt, ich habe 45 Milliohm gemessen und das hier ist der Entladestrom, also ein fiktiver Entladestrom, da könnt ihr einfach irgendwas angeben, zum Beispiel 1 Ampere oder 10 und dann seht ihr halt, wie die Kapazität sich ändern würde. Und dann drückt er auf Los und kriegt hier eine Schätzung für die Kapazität. Und zwar, das geht ruckzuck, ne, das ist ganz schnell, mit einer Unsicherheitsangabe in Milliampere-Stunden. Und ihr seht halt, wie viel Prozent zur Herstellerangabe das dann ist, ja. Weiterhin kriegt er hier noch eine Zustandsschätzung, also hier die aus den ganzen Daten, die wir jetzt hier eingegeben haben und die Daten aus den Zellen, die wir so haben. Also die Grenzwerte des internen Widerstands gehen da ein, die Kapazität und so weiter. Und auch der Unsicherheit, die fließt da auch ein, können wir dann für euch sagen, okay, die Zelle ist noch brauchbar, die ist fast neu oder die ist gerade noch so einsatzfähig und so weiter. Damit könnt ihr schon mal einschätzen, okay, die Zelle ist so oder so, ja. Dann gibt es hier noch rechts unten dieses Feld, da geben wir euch die Wahrscheinlichkeit dafür an, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zelle noch eine Kapazität über 80% hat. Ja, das heißt, hier nehme ich jetzt auch diese Unsicherheit mit rein. Und 80% ist halt von den meisten Herstellern immer so ein Wert an Kapazität, wo die sagen, okay, die Zelle ist jetzt hinüber. Ja, für uns Second Life-Leute gilt das natürlich nicht. Wir nutzen die noch tiefer, aber das ist so ein typisches Kriterium. Und wenn ich das erfülle und die Wahrscheinlichkeit dafür sehr, sehr hoch ist, dass ich das erfülle, ist das in der Regel noch eine gute Zelle. So, und jetzt hier unten, das ist wahrscheinlich für viele saumäßig cool. Was ihr hier sehen könnt, ist wirklich der Lebenszyklus. Ja, wir sehen einmal die Kapazität auf der Y-Achse in Milliampere-Stunden und hier unten seht ihr die Zyklenanzahl. Ja, und in blau, diese blaue Kurve beschreibt jetzt quasi die typische Zyklenanzahl, die möglich ist mit dieser Zelle. Ja, also für jede Zellchemie ist das zum Beispiel ganz massiv anders.
Und ihr könnt dann auch sehen, wo befindet sich denn meine Zelle auf diesem Lebenszyklus. Ja, also seht halt, ist die irgendwie eher am Anfang des Lebenszyklus, ist die hier schon am Ende und wird bald absaufen. Und damit könnt ihr halt grafisch mega cool einschätzen, wie gut diese Zelle für diese spezielle Zellchemie noch ist. Also das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Aussage. Genau, also das, glaube ich, ist ziemlich cool. Das Ganze ist halt noch in der Alpha-Version, also wir sind wirklich noch ziemlich viel und fleißig am Entwickeln. Das Ganze läuft im Moment auf dem Testserver, deswegen können wir es halt auch noch nicht freigeben. Werden wir aber bald. Bisher haben wir so 20.000 Datensätze, wovon 10.000 valide sind, also brauchbar, die wir halt auch nutzen. Wie gesagt, wenn ihr da noch Daten habt, bitte her damit. Alles, was wir kriegen, macht es besser. Wir haben 75 Zellmodelle, also wir können jetzt 75 verschiedene Zellen bewerten, also 75 verschiedene Hersteller und Zelltypen. Und erste Tests mit ausgewählten Usern sind auch gestartet und bald werden auch die ersten Forenmitglieder angeschrieben und auch um eine Art Beta-Test gebeten. Okay, unser Startup, wie gesagt, das ist noch super früh, wir haben noch nichts gegründet, sind aber eigentlich fleißig dabei, werden das vermutlich auch bald irgendwann tun. Und das hat natürlich nicht nur diese Non-Commercial-Version als Ziel, sondern wir möchten das Ganze, also versuchen auch irgendwie Partner im Second Life-Gewerbe zu finden und die halt mit unserer KI zu unterstützen und möglicherweise lässt sich damit sogar ein bisschen Geld verdienen. Mal schauen. Wir nehmen auch an Startup-Wettbewerben teil und so weiter. Möglicherweise gewinnen wir sogar, wir werden es sehen. Also sind da echt fleißig dabei und versuchen das Ganze so ein bisschen nach vorne zu bringen, weil wir einfach glauben, dass dieses Second Life-Thema mega wichtig ist im Moment, ja. Okay, wie baue ich jetzt aus einzelnen Zellen einen großen PV-Speicher? Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, weil so ein großer PV-Speicher, so ein großer Akku ist im Prinzip nichts anderes, außer die Zusammenschaltung von solchen Zellen, und zwar mehreren Zellen, irgendwie in Reihe oder parallel. Viel mehr kann ich nicht machen. Das ist halt so ziemlich alles, was ich tun kann. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wie schalte ich die in Reihe also parallel. Das muss ich mir dann gut überlegen. Ich zeige euch mal kurz, was passiert bei der Parallelschaltung. Ich habe zwei Akkus, beide mit 3,6 Volt geladen, 1 Amperestunden und 2 Amperestunden. Ich schalte die Dinger parallel. Sobald ich die parallel schalte, sind die Spannungen der Akkus zwangsweise gleich. Die gleichen sich dann aus. Und das Ganze tritt dann nach außen auf wie ein großer Akku mit 3,6 Volt und 3 Amperestunden. Also die Amperestunden addieren sich hier einfach. Ja, das war's. Viel mehr passiert da nicht bei der Parallelschaltung. Also es ist schön einfach. Bei der Reihenschaltung ist es im Prinzip auch nicht so schrecklich kompliziert. Ich habe jetzt aber hier mal gerade die Kapazitäten gleich gemacht. Wenn die nicht gleich sind, erkläre ich gleich, was dann passiert. Da habe ich so, dass ich jetzt hier zum Beispiel zwei 3,6 Volt Zellen habe und jeweils eine Amperestunde. Und was dann rauskommt, also wenn ich jetzt so ein Ersatzschaubild mache eines Akkus, dann kriege ich quasi, addieren sich die Spannungen. Ja, das sind jetzt hier 7,2 Volt. Hätte der jetzt 4 Volt, dann wären es 7,6 Volt. Ja, also die Spannungen addieren sich wirklich. Die gleichen sich in dem Fall nämlich nicht aus. Und das ist sehr wichtig. Das zeige ich euch gleich. Die Amperestunden bleiben hier gleich. Okay, aber jetzt natürlich die große Frage. Wir haben ja irgendwie Zellen, die gebraucht sind, die haben mit Sicherheit nicht alle die gleiche Amperestundenanzahl oder werden es nicht haben. Das heißt, wir haben verschiedene Zellchemien teilweise und so und die werden im unterschiedlichen Alter sein. Also so ganz, selbst wenn ich die am Anfang einmal versuche gleich zu machen von der Kapazität, wird das mit der Zeit alles auseinanderdriften. So, und was passiert? Ich habe jetzt hier zum Beispiel mehrere fiktive Zellen in Reihe geschaltet und die eine hier, die hat jetzt quasi nur eine Amperestunde und die anderen alle zwei. So, und was passiert jetzt, wenn ich das Ding lade? Also ich packe jetzt hier in meinen Außen-, Plus- und Minuspolen Ladegerät und versuche die hochzuladen. So, und da die nur eine Amperestunde hat, lädt die halt viel, viel schneller auf als die anderen. Ja? Und das ist doof, weil die erreicht dann ihr Maximum an Spannung. Also ist quasi schon voll und ich überlade die dann. Und überladen ist leider bei Lithiumzellen keine gute Sache. Wenn man die maximale Spannung überschreitet, kann das in einem thermischen Durchgehen enden, was halt so viel heißt, die gehen hoch. Ja, also nicht so schön. Wie kann ich das verhindern? Das mache ich mit einem BMS, also einem Batteriemanagementsystem. Was macht das Ding? Das checkt einfach nur die Spannungen von den in Reihe geschalteten Akkus oder Packs oder wie auch immer, was ich da halt habe. Ja, wichtig ist nur die in Reihe geschalteten. Genau, und das checkt jetzt hier, überwacht quasi, ah, okay, hier zum Beispiel von dem Ding, die Spannung ist schon bei 4,2 Volt, also dem Maximum, sieht das
Und dann sagt das, okay, das geht nicht, ich muss den Stromkreis unterbrechen. Also ich mache jetzt hier wirklich diesen Ladestrom, werde ich unterbreche den gesamten Stromkreis und der Akku wird nicht mehr weiter geladen. Hier ist jetzt einfach Schicht, ja. Genau, und dann muss man halt gucken, was man macht, ne? Also dann muss man unter Umständen auch an die Powerwall ran. Aber in der Regel sollte das eigentlich so weit nicht kommen. Okay, also kleines Beispiel hier nochmal von so einem so einem typischen Pack aus 100 parallelen Zellen. Ihr seht das hier, also 10 mal 10 hat dieses Pack. Das ist vom Dirk, mit dem ich auch mal ein Video gedreht habe oder mehrere schon. Ein sehr schönes Pack, er hat das sehr gut gemacht und hat viele gute Sachen hier beachtet. Von diesen 100er Packs hatte er dann damals 14 in Serie, also die dann halt alle in Serie geschaltet und kommt dann so auf einen ungefähr auf einen 48 Volt Akku. So, wie sind die Dinger jetzt aufgebaut? Ich habe jetzt, man sieht hier unten die großen Minus- und Pluspole und hier dann halt die verschiedenen kleineren Sammelstationen, die sich dann hier alle in der großen Busbahn, nennt man das, sammeln. Und die Zellen selber sind mit einem 0,2 mm Sicherungsdraht da dran gekoppelt. Und dieser Sicherungsdraht brennt so ungefähr bei 5 bis 10 Ampere durch. Ja, da kann man jetzt keinen exakten Wert angeben, aber ungefähr bei dem Bereich brennt er durch. Und das heißt, wenn jetzt irgendeine Zelle aus irgendeinem Grund eine Art Kurzschluss haben sollte, wird dieser Draht sofort durchbrennen und die Zelle halt vom Stromkreis trennen und dann ist die erstmal ruhig. Ja, dann sollte die nichts mehr bekommen oder auch nicht mehr entladen werden. Und das entspannt in der Regel schon mal so eine Sache. Das heißt, jede Zelle hat eine Sicherung tatsächlich. Hier sieht man auch was Besonderes, und zwar ist hier der Minus- und der Pluspol diagonal. Ja, warum ist das so? Das hat der Dirk sehr klug gemacht, weil wenn beide Packs hier also wenn beide Anschlüsse hier vorne wären auf derselben Seite, dann ist es nämlich so, dass zum Beispiel diese Zelle hier einfach vom Draht her, vom Weg her, einen viel längeren Weg hat zu den Polen. Und die hier zum Beispiel einen sehr kurzen. Was heißt das jetzt? Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass der Widerstand von hier nach da größer ist als von hier nach da. Und das ist ein Problem. Ja, man denkt immer, die Widerstände sind so klein, das macht nichts aus. Doch, es macht was aus. Und das habe ich in einer Folge auch schon mal vorgerechnet. Das macht sogar relativ viel aus. Wenn ich es schlecht mache, und schlecht bedeutet zum Beispiel, das Schlimmste, was geht, sind halt diese ganz langen Packs, also Packs, die einfach nach hinten besonders lang sind und beide Pole, also beide Hauptpole an einer Seite haben. Das heißt, wenn ich jetzt ganz weit hier hinten irgendeine Zelle habe, dann hat die einen wahnsinnig weiten Weg bis hierhin, also einen längeren Draht und dadurch halt auch einen größeren Widerstand. Und je nachdem, wie blöd ich das baue, kann das halt dazu führen, dass die hintere Zelle zu 10%, also das war so das Maximum, was ich berechnet hatte, glaube ich, weniger belastet wird als die Frontzellen. Und 10% ist eine Menge. Das heißt, dass die Frontzellen mir wesentlich schneller kaputt gehen werden als die hinteren Zellen. Und das ist ein echtes Problem. Also hier muss ich aufpassen, ja? Wie kann ich das beheben? Viel Kupfer nehmen, also Widerstand an sich extrem gering halten, das ist ganz, ganz wichtig, aber man muss echt viel Kupfer nehmen, ja, ich habe es wie gesagt mal vorgerechnet, und diagonale Packs und optimalerweise auch eher quadratisch und nicht in die Länge bauen. Also beides macht es grundsätzlich besser. Okay, ja, dann haben wir hier noch das BMS, was ich jetzt hier auch selber entwickelt habe. Das ist ziemlich cool, also das ist sehr günstig. Und sehr schönes Modul auch, finde ich. Also wie gesagt, auch dazu gibt es ein Video. Das ist alles Open Source, was wir hier haben. Das BMS besteht aus so einem kleinen Arduino-Modul. Das wird direkt an diese Packs gekoppelt und überwacht dann von einem so einen parallelen Pack. Also wenn ich jetzt wie beim Dirk zum Beispiel 14 Packs habe, muss ich 14 dieser Module bauen und hänge daran an jedes Pack 1. Und das checkt die Spannung und das checkt auch die Temperatur. So, jedes dieser Packs sendet dann diese Daten an eine zentrale Steuerung. Das ist bei uns beiden ein Raspberry Pi. Man könnte aber auch irgendeinen beliebigen alten Computer nehmen oder sonst irgendwie was. Das ist alles kein Problem. Und der checkt das dann, monitort das, bringt uns das also auch hier in so eine schöne grafische Oberfläche und so. Da können wir uns alles dann schön beobachten, was passiert. Und im Fehlerfall wird die Powerwall getrennt. Ja, bei uns ist es mit einem Finderschütz, also so ein Riesenschütz ist das. Wo man, glaube ich, 180 Ampere durchjagen kann und das Ding ist nicht ganz günstig, aber das kann ich halt relativ gut mit einem Raspberry Pi fernsteuern und wenn hier irgendwas schief läuft, zack, wird sofort das Schütz beendet und gut. Ja, wie gesagt, alles Open Source verfügbar, alles Schaltplay, alles könnt ihr haben. Also eigentlich ich finde das ein sehr schönes Gerät.
Was auch bei der Wartung sehr gut funktioniert, ja, weil diese Packs, also diese kleinen Dinger sind wirklich autark. Ja, wenn ich die Packs abkopple, bleiben die dran und messen weiter. Okay, ja. So, Balancing. Balancing ist ein krasses Thema. Ich werde dazu bald auch noch wesentlich mehr Folgen bringen, weil ich gerade auch an einem eigenen aktiven Balancer arbeite, also einem DIY-Balancer, der tatsächlich auch relativ einfach herzustellen ist. Ich werde es euch dann zeigen und wie gesagt, alles bei mir immer gratis und Open Source. Balancer gibt es grundsätzlich zwei Arten. Einmal passive Balancer und passive Balancer sind ziemlich einfach. Also quasi man hat hier diese Zellen, die in Reihe geschaltet sind und jetzt hat man wieder diese eine, die ist halt irgendwie zu voll. Ja, da sehe ich halt irgendwie, okay, die ist schon bei 4,15 oder wie auch immer, das kann ich dann einstellen. Und der Balancer checkt dann auch alle Zellen und sieht dann, okay, die ist schon ein bisschen zu hoch. Und dann schickt er quasi einfach hier so ein bisschen Strom über einen dicken Widerstand und verbrennt den einfach. Das heißt, er wird versucht, so viel Strom wie möglich hier zu verbrennen, damit, wenn der weiter auflädt, quasi hier nicht viel mehr passiert, damit die Zelle da bei diesem Status bleibt. Ja? Also man versucht so ein bisschen, dass die anderen in der Zeit nachkommen können und die halt nicht so schnell ansteigt. Also das versucht man dann mit diesem passiven Balancer, indem man den Strom verbrennt. Aber der ist wirklich weg, den pumpe ich einfach als Wärme in die Luft. Den habe ich dann verloren. Also bei diesem passiven Balancer ist das ein Nachteil, ich verliere halt wirklich Strom. Bei dem aktiven Balancing ist es eigentlich ein bisschen schöner gelöst. Und zwar habe ich hier eine intelligente Schaltung, die halt prüft. Zum Beispiel sieht die, diese Zelle ist schon sehr voll und die ist halt etwas leerer als die anderen. Und dann shiftet die den Strom aktiv von hier nach da rein. Ja? Und es gibt sehr viele verschiedene aktive Balancer-Schaltungen, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, verbrauchen natürlich auch Strom, aber auch da hängt es sehr stark von der verwendeten Schaltung ab. Auch darüber werde ich nochmal eine Folge gerne drehen, also über die verschiedenen Balancer, die es da gibt, die aktiven, da gibt es nämlich sehr, sehr viele Schaltungen und auch selber nochmal eine eigene vorstellen, die vielleicht gar nicht so übel ist. So, eine Frage, die halt immer kommt dabei ist, benötige ich dann überhaupt noch ein BMS? Also wenn ich jetzt einen aktiven Balancer habe, brauche ich dann noch ein BMS? Und natürlich, ja, unbedingt. Also gar, das ist keine Frage. Die aktiven und passiven Balancer können nämlich nur mit einem maximalen Strom ausgleichen, also mit 1 bis 5 Ampere typischerweise. So, wenn ich jetzt aber mit 30 lade, also ich habe jetzt irgendwie schon eine Zelle, die ist eh schon weit oben und pumpt da immer 30 Ampere rein, kann dann natürlich 1 Ampere oder 5 davon abführen, dann habe ich trotzdem immer noch sehr viel, der da reingeht. Das heißt, das reicht einfach nicht. Ja? Ich muss trotzdem trennen dann, ja? Da hilft nichts. Also Über- und Unterspannung sind einfach immer noch möglich. Sicherheit, das ist, finde ich, somit das wichtigste Thema bei der ganzen Kiste. Man baut da mit Lithium-Akkus rum und die können brennen, die sind gebraucht. Also hier ist sicherlich nochmal einiges an Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Fangen wir mit der zellinternen Sicherheit an. Und zwar von diesen 18650er-Zellen. Ich finde die Teile total super, weil die sind wirklich gut durchdacht. Also da haben sie sich wirklich viele Gedanken gemacht. Das ist ein Riesenunterschied zu Lipo-Akkus, also diesen flachen Akkus, die ihr kennt, ja. Zum Beispiel diese silbernen aus Handys oder so, die halt sehr flach sind, ist natürlich von der Form praktisch, aber die haben viele dieser Sicherheitsmechanismen halt nicht. So, und dass das Ding hier ein echt ausgeklügeltes kleines Teil ist, zeige ich euch jetzt mal. Ihr seht hier so einen Querschnitt von so einer 18650er Zelle. Und das erste Sicherheitsdevice, was wir haben, nennt sich CID, ist ein Current Interrupt Device. Und das ist dieser Part hier, den ihr seht. Das ist im Prinzip so eine Membran. Ja. Die eigentlich nichts anderes macht. Also hier unten seht ihr die eigentliche Zellchemie. Also genau hier wird quasi die Energie gespeichert. Und was ihr hier seht, ist, wenn jetzt irgendwas schief läuft, aus irgendwelchen Gründen, entsteht hier in der Regel immer ein Gasdruck erstmal. Ja? Also es entsteht hier irgendwie ein bisschen Gas und das strömt hier hoch und drückt diese Membran, die ihr hier seht, nach oben. Und dann dieser Part hier, der macht dann irgendwann plopp und ist hier oben. Also knickt dann um, ja, und das muss dann auch bei einem speziellen Gasdruck und so sein. Also das muss man relativ genau auslegen. Das machen aber die guten Hersteller ordentlich. Dann ploppt das Ding hoch und der Pluspol ist getrennt. Also Zelle tot danach, ja. Das Pluspol ist getrennt und das war's. Also eine ziemlich coole Sache. Das heißt nicht, dass danach unbedingt alles gut ist, aber es ist erstmal so, das Schlimmste ist damit verhindert in der Regel. Das zweite finde ich auch sau cool, das haben eigentlich auch fast alle Zellen. Das ist das PTC, das Positive Temperature Coefficient Device. Und das ist hier dieser schwarze Ring, den ihr hier seht. Das ist nichts anderes, außer dass hier mitten, also hier drin quasi ein Ring ist. Das ist ein temperaturabhängiger Widerstand. Und das heißt, wenn die Zelle wärmer wird,
wird der Widerstand größer und es kann weniger Strom zum Pluspol, also durch den Pluspol fließen. Ja? Also damit wird der maximale Strom begrenzt. Auch das ist eine schöne Sache, ja. Das ist ja wirklich ein dynamischer Prozess, auch das muss man gut auslegen. Und ein sehr, sehr wichtiges Device, womit ich die Zellbelastung halt auch ein bisschen irgendwie unter Kontrolle halten kann. Also ziemlich cool. Und das allerletzte, was es noch gibt, und auch das finde ich, das ist vielen nicht so ganz klar, das ist wahnsinnig wichtig, ist ein Überdruckventil. Warum ist das so wichtig? Ihr habt ja gesehen, wir haben immer so riesige parallele Packs, wo die alle so drin liegen, die Teile. Und dieses Überdruckventil sorgt jetzt dafür, dass wenn wirklich jetzt hier drin irgendwas Schlimmes passiert, dass das ganze Feuer, das Gas, das heiße Gas hier vorne ausströmt, aus dem Pluspol, das weiß ich. Und das kann ich mir zunutze machen, weil ich weiß, es kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit hier vorne raus und das ist ein echter Vorteil. Ja? Also ich kann dann zum Beispiel genau den Pluspol besonders gut absichern oder zusehen, dass ich diese parallelen Packs, wenn ich die nebeneinander stelle, dass dann immer guter Abstand ist oder irgendeine thermische Isolierung, damit die eine Zelle die andere nicht anstecken kann, weil das ist eigentlich die wahre Gefahr. Okay, weiterhin ist total wichtig, welche Zellchemie habe ich da eigentlich? Und das sehe ich nicht, ja? Also von diesen 18650ern, die sehen alle gleich aus, aber es ist nicht das gleiche drin und die haben ganz, ganz unterschiedliche Eigenschaften. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt für die Sicherheit dieser Zellen. Warum? Ich habe es hier mal aufgezeichnet. Also es gibt zum Beispiel die sogenannte Thermal Runaway Temperatur. Das ist die Temperatur, ab wann die Zellen praktisch dann hochgehen. Ja, also wenn die diese Temperatur im Inneren erreicht haben, dann fupp, gehen die hoch. Also die Temperatur gilt es einfach zu vermeiden. So, und jetzt habe ich hier mal für euch aufgemalt, also hier seht ihr irgendwie diese verschiedenen Namen dieser Zellchemien. Das beschreibt halt immer von der positiven Elektrode quasi die Zusammensetzung. Und da gibt es zum Beispiel Lithium, Nickel, Kobalt, Aluminiumoxid oder Lithium-Kobaltoxid, was älter ist. Dann gibt es so neuere Zellen, Lithium, Nickel, Mangan, Kobaltoxid, wie die alle heißen. Ne? Und es ist jetzt so, dass diese drei, die hier ihr seht, das sind typische Zellen für so 18650er, also die Dinger, die man in E-Bikes und so weiter findet. Lithium-Eisenphosphat ist nochmal ein bisschen was anderes. Gibt es natürlich auch in dem Format, hat aber Nachteile. Und Lithium-Titanat gibt es auch noch, ist ein kleiner Exot, das sind dann solche Teile. Bei Lithium-Titanat ist es so, dass die positive Elektrode in der Regel auch dieses NMC ist, also Nickel-Mangan-Kobaltoxid. Und die negative Elektrone aber ein Lithium-Titanat ist. So, und wie unterscheiden die sich jetzt? Gucken wir uns mal diese Thermal Runaway-Temperatur an. Zum Beispiel bei Lithium-Kobalt-Oxid-Akkus, das sind somit die ältesten, die es gibt. Ja, das sind eine der ersten Lithium-Akkus, die es gab. Da ist die bei 150 Grad. Das ist echt nicht mal so hoch, ja, relativ niedrig. Bei diesen NMC-Akkus sind wir da 60 Grad höher und das ist eine Menge. Ja, das kann dann viel, viel ausmachen. Bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus liegt die bei 240 Grad. Neben dieser Thermal Runaway-Temperatur ist auch das Verhalten bei Überladung natürlich sehr wichtig. Ja? So ein Ding verhält sich da wesentlich gutmütiger als so eine kleine Zelle. Ja? Da sind die entspannter, halt, also Lithium-Titanat zum Beispiel. Da passiert nicht so viel. Ich kann die im Prinzip sogar aufsägen und dann passiert auch nicht so schrecklich viel. Ja? Ich würde es jetzt nicht machen, aber wie gesagt, das ist deutlich ungefährlicher. Also die Intensität und Geschwindigkeit der exothermen Reaktion, also wenn dann was passiert, ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Um euch das mal so ein bisschen zusammenzufassen, habe ich jetzt hier diese verschiedenen Zellchemien einfach mal in so eine Tabelle gefasst und so ein bisschen versucht zu bewerten. Da kann man jetzt natürlich über die Einzelheiten streiten, aber es ist einfach mal so ein Ding, um euch mal einen Eindruck davon zu geben. Ne? Also so NCA und LCO sind von der Sicherheit her auf jeden Fall die schlechtesten Akkus. Also da mit Abstand hier die Akkus, die wirklich relativ gefährlich sind tatsächlich. Gefährlich jetzt in Anführungszeichen, aber hier muss ich ein bisschen mehr aufpassen. NMC-Akkus, also auch Zyklenfestigkeit, ist bei beiden nicht besonders hoch. Wie gesagt, bei Lithium-Akkus im Allgemeinen sind die hoch, aber von diesen Typen haben die geringste Zyklenfestigkeit. Spezifische Energie hingegen ist bei NCA, also das heißt Energie pro Gewicht, ne? Also wie viel kann ich pro Gewicht speichern, ist hier am höchsten. Also das NCA hat mit Abstand den höchsten Wert. Deswegen ist es zum Beispiel bei E-Autos sehr beliebt. NMC ist
für mich persönlich für sehr viele Dinge, für Powerwalls und auch für E-Bike-Akkus, also mein persönlicher Favorit, weil der einfach in allen vier Punkten sehr, sehr gut ist. Wir haben eine extrem gute Zyklenfestigkeit, wir haben eine sehr, sehr hohe Thermal Runaway-Temperatur und die Reaktion ist auch noch am eh also noch eher beherrschbar. Nicht so gut wie jetzt Lithium-Eisenphosphat oder Lithium-Titanat, aber nah dran. Spezifische Leistung und Energie sind ebenfalls sehr, sehr gut. Also das hier ist wirklich so ein totaler Allrounder, also eigentlich ein guter Akku. Und wie gesagt, in diesen Zellen, die ihr habt, ja, da ist alles davon drin, ja. Also das ist halt so ein bisschen das Problem, außer Lithium-Titanat, das habe ich noch nicht gesehen in 18650ern. Lithium-Eisenphosphat, Lithium-Titanat sind so ein bisschen Exoten, obwohl Lithium-Eisenphosphat immer beliebter wird. Eigentlich eine sehr, sehr gute Zelle, weil hohe Sicherheit, sehr gute Zyklenfestigkeit, auch höher als bei NMC, nicht wesentlich, aber etwas. Und spezifische Energie und spezifische Leistung liegen so im Mittelfeld. Also auch okay, aber sind schon eine ganze Ecke größer als jetzt zum Beispiel bei den NCAs oder den NMCs. Was für Mobilität eigentlich eher schlecht ist. Das heißt, ich brauche einfach viel Platz und Gewicht und das ist eigentlich etwas, was ich in der Mobilität nicht haben will. Es gibt Autos, die auf LFP-Akkus setzen. Das hat aber Nachteile. Also du hast dann entweder einen großen Platz, den du brauchst, um die Energie zu erreichen, oder du hast am Ende einfach weniger Energie. So ist es halt leider, ne? Da kann man auch nicht so viel dran ändern. Lithium-Titanat ist der absolute Exot, der ist in allen drei Punkten mit absolutem Abstand der Beste, ist absolut sicher, hat eine unfassbar hohe Zyklenfestigkeit und die spezifische Leistung, also was der auf einmal abgeben kann, ist absolut unerreicht. Das ist Wahnsinn, was die Teile leisten können. Die spezifische Energie ist aber sehr gering, leider. Aber ansonsten ein sehr toller Akku und die Dinger sind schweineteuer, das ist leider auch ein Problem. Okay, externe Maßnahmen. So, was muss ich außen machen, ja? Das gilt in meinen Augen auch größtenteils für kommerzielle, also gekaufte Batteriesysteme. Da wird es leider oft nicht gemacht oder sehr oft vernachlässigt. Wie gesagt, in meinen Augen nicht klug, aber gut. Das erste natürlich irgendwie ein Feuerlöscher, und zwar ein geeigneter, normaler Feuerlöscher bringt nichts, da diese Teile in der Regel den Brennstoff, den sie brauchen, selber vollständig mitbringen und das ist doof. Das heißt, ich kann das Feuer nicht einfach ersticken. Was kann ich tun? Ich kann es kühlen. Ja, und da bietet sich zum Beispiel so ein Feuerlöscher Typ D an. Die sind leider relativ teuer, aber lohnt sich dann schon. Ich persönlich habe so einen Gel-Feuerlöscher, der halt auch genau für so Lithium-Akkus ausgelegt ist. Mit dem kann ich die Teile kühlen. Und am Anfang, sage ich mal, bevor noch nicht viel passiert ist, damit halt das Ding runterkühlen und mit viel Glück dann die exotherme Reaktion unterbrechen. Es gibt solche Glas-Hohlkugeln, die kann man auch kaufen in so großen Packs. Wenn ich die zum Beispiel auf so einen Lithiumbrand schmeiße, schmelzen die und durch die Schmelzwärme entziehen die den Akkus halt auch wieder sehr viel Wärme und zwar sehr schnell. Und in der Regel, also oftmals reicht das auch, um solche Akkus dann auch die exotherme Reaktion zu unterbrechen. Habe ich so ein großes Pack, ist schwierig, weil diese Kugeln kommen da oft nicht rein. Das andere ist eine Steinwollummantelung. Steinwolle ist etwas, was diese Reaktion unfassbar gut aushalten kann, also sehr, sehr gut geeignet, um die halt irgendwie abzuschirmen. Ich benutze das aber nicht. Typischerweise sollte man das nicht benutzen, um diese gesamte riesige Powerwall einzupacken, weil wenn die irgendwie hochgeht, dann ist das alles für den Arsch, sag ich mal, ja. Was ich damit aber machen kann, ist den Pluspol halt abtrennen. Das heißt, wenn jetzt hier das nächste Pack kommt, also hier, kann ich hier zwischen eine Schicht Steinwolle machen und wenn die hier vorne ausgast, wird halt einfach die nächste Zelle gegenüber nicht angesteckt. Und das ist das, was wichtig ist. Ja, wir wollen die Zellen entkoppeln und die Kettenreaktion verhindern. Und am allerwichtigsten, das ist logisch, das BMS, das muss einfach sein, das ist ein Muss. Die Einzelsicherung für eine große Powerwall in meinen Augen auch ein Muss. Das Monitoring absolut wichtig. Ihr müsst das alles im Blick haben und auch regelmäßig mal drauf gucken, ob irgendwelche Anomalien zu erkennen sind. Persönlich bin ich der Meinung, man sollte so ein Ding mindestens 1 Meter über dem Boden lagern, wegen eventueller Überschwemmungen. Aber da denke ich, kennt ja jeder seine Gegend auch oder wie gefährdet man da ist. Aber bitte berücksichtigen. Und natürlich Funk, Hitze und Feuermelder ist selbstverständlich in meinen Augen. Was noch total wichtig ist für die Sicherheit, ist halt auch Wartung. Das heißt, ihr müsst die Zellen, ne, ihr müsst euch klar machen, ihr habt da unter Umständen, wie ich, tausende gebrauchte Zellen. So,
Und ihr kennt das Alter jetzt nicht exakt. Ihr wisst, okay, die sind alle noch irgendwie gut. Aber Fakt ist halt, die gehen kaputt, ja. Die gehen irgendwann kaputt. Das passiert. So ist es halt. Da kann man nichts dran ändern. Und das heißt, wir müssen diese Zellen regelmäßig warten, um quasi zu sehen, dass eine Zelle oder ein Pack schon am Ende ist. Und wenn das der Fall ist, das dann halt irgendwie entfernen oder die Zelle dann entfernen und die rausnehmen aus dem System. Also das ist sehr wichtig. Wie kann ich das machen? Mein persönlicher Tipp ist da zu sagen, macht alle 3 bis 6 Monate, nehmt die Packs auseinander, also nicht auseinander, nehmt die Packs, sondern nehmt die, trennt die voneinander, also elektrisch trennen, macht die Balancer ab, also dass die keinen Ladungsausgleich mehr machen und schreibt euch dann die Spannung auf oder nutzt euer BMS, sowas wie ich, dann könnt ihr es einfach sehen, wie der Spannungsabfall dieser Packs dann ist, ja. Und dann lasst ihr die einfach ein paar Tage stehen, checkt den Spannungsverlust. Und wenn ihr irgendwie seht, eins von diesen Packs hat irgendwie einen stärkeren Spannungsverlust als die anderen, dann seht ihr, okay, da stimmt was nicht. Und dann, wenn das der Fall ist, das hatte ich schon mal, ist meine typische Vorgehensweise, ihr seht es hier rechts, eine Wärmebildkamera zu nehmen, drauf zu gucken und dann seht ihr, okay, meistens sind es tatsächlich nur einzelne Zellen, die dann irgendwie den Strom oder die Energie in Wärme umsetzen. Also die erwärmen sich so ein bisschen und verbrennen dann so den Strom. Und das seht ihr auf einer Wärmebildkamera tatsächlich sehr gut. Und wenn ihr dann so eine Zelle entdeckt, die sind dann nur ein bisschen wärmer, also was weiß ich, 0,5 bis 1 Grad in der Regel nur, ist aber mit der Wärmebildkamera in der Regel gut zu sehen. Und dann könnt ihr die einfach abtrennen vom restlichen System. Ihr könnt die sogar drin lassen und dann entlädt die sich von selber auf 0 Volt und ist dann tot. Da passiert dann auch nichts mehr. Und das ist für mich persönlich der wichtigste Punkt für die Sicherheit, egal ob der Akku gekauft ist oder DIY. Bei, sage ich mal, kommerziellen Systemen, die man jetzt von einem größeren Hersteller kauft, gibt es oft auch Wartungsverträge. Aber sich jetzt einfach nur auf das System zu verlassen und zu sagen, ich lasse das Ding jetzt hier 10, 20 Jahre stehen und mal sehen, was passiert, halte ich für einen Fehler. Man sollte das immer warten. Ja, und wie gesagt, bei kommerziellen Systemen gibt es da ja oft auch interne Systeme oder Möglichkeiten, das zu tun, aber man sollte es tun. Okay, so, das war's erstmal. Ich danke euch. Total fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Ja, am VDI möchte ich nochmal danken, dass ich die Gelegenheit da bekommen habe. Fand ich total cool. Also es war für mich auch mal eine neue Erfahrung, war cool organisiert. Thorsten, vielen Dank für deine Illustrationen und auch für die Diskussion. Ich hoffe, das geht weiter. Das hat immer viel Spaß gemacht mit dir und im Forum bist du ja auch unterwegs. Also ich denke, wir sehen uns noch häufiger. Und genau, wenn ihr noch Fragen habt oder so, schreibt sie in den Kommentar oder kommt zu uns ins Forum. Das Forum kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, weil ich die Fragen, die ihr da stellt, das sind sehr viele leider und ich kann das oft nicht alles beantworten. Ich gebe mir echt Mühe, das zu tun. Aber im Forum sind echt noch eine Menge Leute, die verdammt schlau sind. Also auch schon von unserem Team, Stefan und Nick, also die haben in vielen Punkten noch viel, viel mehr Ahnung von gewissen Sachen, also mehr als ich auch auf jeden Fall. Und da, die helfen super gerne, auch andere, die da viel sehr findig sind und so. Kann ich euch nur empfehlen. Also da macht er sicher nichts falsch. Also egal. Dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank und macht's gut. Ciao.